Gut, jetzt haben wir das Ganze noch etwas schwieriger. Wir haben hier ein Sinus Alpha und ein Cosinus Alpha. Wir können also jetzt hier rein gar nichts mehr machen, denn wir können weder ein Additionstheorem anwenden, noch steht ja irgendwas im Quadrat, was wir umwandeln können. Nehmen wir uns aber die Gleichung von vorher nochmal her. Ich kann doch theoretisch hier das Cosinus Quadrat Alpha auf die andere Seite bringen. Und Sinus Quadrat Alpha ist doch das gleiche wie Sinus Alpha in Klammern zum Quadrat. Also kann ich nach Sinus Alpha sehr wohl diese Formel auflösen, nämlich indem ich zuerst Cosinus Quadrat Alpha rüberbringe mit Minus und dann davon die Wurzel nehme. Und dieses Sinus Alpha kann ich jetzt hier drüben einsetzen. Ja? Jetzt haben wir natürlich trotzdem immer noch eine Schwierigkeit. Wie kriege ich die Wurzel hier raus? Weil ohne die Wurzel rauszukriegen, braucht man gar nicht erst weitermachen. Ich könnte jetzt auf beiden Seiten quadrieren. Dann gibt es hier drüben natürlich 0,25, aber das hier ist ein Summenterm. Also würde das irgendwie eine komplizierte binomische Formel geben, bringt uns auch nichts. Aber wenn wir jetzt die linke Seite hier quadrieren, wo nur noch diese Wurzel steht, dann ging es leichter, denn aus einem Summenterm, der so ausschaut, eine binomische Formel zu machen, ist wesentlich leichter. Also bringen wir das 2 Cosinus Alpha nach drüben und tun dann auf beiden Seiten quadrieren. Jetzt haben wir hier die binomische Formel. Ich hoffe, ihr erkennt es. Wenn ein Minus vorne dran steht, ja, dann ist das auch die zweite binomische Formel. Auch wenn hier in der Mitte ein Plus steht, man kann das Ganze ja auch umtauschen. Das Einzige, was sich ja bei der ersten und zweiten binomischen Formel ändert, ist das Vorzeichen beim gemischten Term. Gut, dann habe ich hier 1 minus Cosinus Quadrat Alpha stehen, ist gleich, und das wird dann umformuliert. Hier aus minus 2 zum Quadrat wird 4, Cosinus Quadrat Alpha, ich quadriere das hier und ich quadriere das hier. Dann, weil es eine eben zweite binomische Formel ist, minus 2 mal 2 mal 0,5 gibt 2, Cosinus Alpha, plus 0,25 quadriert. Und jetzt habe ich das gleiche wieder wie bei der vorherigen Aufgabe. Ich habe Quadrate drin, ich habe einzelne Lineare drin und ich habe etwas ohne irgendeine Variable. Ich muss das Ganze nur noch nach 0 auflösen. Hier fehlt ist gleich 0, das müsst ihr euch leider denken. Und dann in die x1, 2 oder in dem Fall Cosinus Alpha 1, 2 Formel auflösen. Wenn ich Cosinus Alpha, das erste bestimmt, kommt 0,64 raus, beim zweiten minus 0,24. Das sind jetzt beides Werte, die gehen. Beim einen kommt 50,21 und beim anderen 103,89 Grad raus. Das kann aber nicht sein, es gibt immer nur einen. Deswegen müssen wir das Ganze hier noch überprüfen. Wir setzen quasi den ersten Winkel in die Ausgangsgleichung ein und erhalten eben nicht 0,5, sondern 2,05. Und wenn wir aber den zweiten Winkel einsetzen, erhalten wir eben zwar nicht genau 0,5, aber 0,49. Es liegt einfach daran, dass wir hier an dieser Stelle gerundet haben. Hätten wir den inversen Cosinus von exakt dem hier bestimmt, hätten wir auch tatsächlich den exakten Winkel rausbekommen. Ist aber hier nicht weiter wichtig. Wir haben ihn sehr gut angenähert. Jetzt die Aufgaben im Buch auf Seite 124, die 5 und die 6.